Das ist ja keine Zeitraffer-Musik. Ja und? Mir scheißegal. Also, ah ne, wir müssen ja hier rein und den... Der jagt schon wieder seinen Vogel. Müssen wir den Opa einfangen. Wir müssen den Opa einfangen. Ja, der versucht den Pecho einzufangen. Ich find's so doof, dass man... Also wenn man eh nur aus eins auswählen kann, den könnt ihr auch gleich machen, weil... Schade, dass man nicht das zweite gleich auswählen kann, so dass er einmal durchfährt. Mhm. Nein, ich hab nicht auf die Leertaste gedrückt. Überfahr mal ein paar Leute im Wasser. Oh, da ist jemand Klatsch. Oh, warum ist das Wasser so rot? Ja, wenn der Kopf so in die Schiffsschraube gerät, ja, tut das wieder weh. Ja. Spur jetzt mal vor. So, wir sind da. Das ging schnell. Das hat niemand gesehen von euch, klar? Ach komm, dafür würde ich keiner lynchen. Ich glaube, die sind es auch schon leid. Die schreiben bestimmt schon in den Kommentaren, Alter. Nach 5 Stunden und ihr seid immer noch da. Ja. So sieht's aus. Na Oma, guck mal, hallo Oma, hallo Oma. Ich habe kein Gerade, ich werde gemütlich über die untere Straße schlendern. Wenn du nach links läufst, triffst du noch ein paar Trainer. Davor kommt Maike. Ach ja, stimmt. Was ist hier? Krieg ich hier mein Rad? Du wirst beobachtet. Da wo es klingt. Grrr. Woher wusstest du, dass ich mich unter dem Tisch verstecke? Clever. Heftig, ich sehe und staune. Ich bin das größte lebende menschliche Mysterium in ganz Höhen. Man nennt mich Rätselmeister. Haha, erfreut dich kennenzulernen. Du bist hier, um mein Rätselhaus herauszufordern, oder? Deshalb bist du doch hier. Ja, ja, so muss es sein. Betrachte deine Herausforderung als angenommen. Trete hinter dieses Schriftrolle und die Herausforderung beginnt. Ich warte im hinteren Bereich. Oh Gott, wo sind wir hier gerade reingeraten? Nirgends. Mach's doch mit. Ach, soll die nicht mitmachen? Du sollst mitmachen. Ja, pfff. Hinter der Schrifthalle ist ein Loch. Möchtest du hindurchgehen? Ja. Probier's mal aus. Sind nur ein paar Bonsai-Bäumchen. Ach, da... Weil man kann man eigentlich rüberspringen. Nein, das kann die Figur nicht. Das kann er nicht benutzen. Ein Trainer! Oh, ich bin sogar Trainer. Ja! Trainingsmöglichkeit für Schwalbini. Weißt du, ich verstecke auch ein paar Trainer in meinem Haus. Lasst uns hier raus! Nein, ihr wartet, bis der nächste Kunde kommt. Aber verdienen sie nicht mal Geld. Aber der letzte war doch schon vor 3 Jahren, ja und? Dann wartest du halt nochmal 3 Jahre. Guck mal, nochmal einen neuen Eintrag ins Pokédex. Oh nein. Ich fühle mich so müde. Moment mal eben. Ja, weißt du, jetzt geht der Alte hier pennen, schon klar. Rutenschlag. So, und wir haben es besiegt, yeah. Zigzags, Winkel, Abra. Knilz. Nein, wir wollen nicht wechseln. Flügelschlag. Oh. Na, mal gucken, wann Fortuna zurückkommt. Wir kämpfen einfach mal weiter. So. Abra reicht Level 9. Cool. Marill. Ja. Webtain. Ah, los. Na los. So. Setzen wir mal schön Absorber gegen ein. Oh, scheiße, hätte fast geklappt. Einigler? Was will der, hä? Oh, mal Verteidigung steigt. Er hat aufgelegt.
Er ruft wieder an. So, was war denn los? Futuma? Futuma? Ja, auch schön. Jetzt mal die Maus rausnehmen. So, weiter geht's. Ja, ich muss jetzt den Schneider einsetzen. Auch wenn hier oben gar nichts ist. Schön. Und schon wieder ist er weg. Sag mal. War nicht meine Schuld. Warte. So, dann gehen wir mal hier lang. Ja. Oh mein Gott. Zickzack, zickzack. Noch ein Trainer. Mehr Erfahrungspunkte for free. Wieder mit so einem knappen Röckchen. Mirabler. Denk dran, es sind alles 10-Jährige wahrscheinlich. Na gut. Und dein Zickzack schläft. Oh. Ja. Alter. Fluchtwert. Ja, hol mal Wingull. Achso, Abra ist Level 9, als du weg warst. Auf Flügelschlag, bitte. Absorber macht diese fiese Scheiße da, hä? Nee, nee, Alter, jetzt auf die Fresse, Mann. Nein. So, jetzt muss aber voll, ne? In your face. Geht doch. Abra reicht. Dann kommt die volle Pinge. Ja. So. Zerschneider. Wir setzen Zerschneider ein. Du sollst auch die Räume untersuchen, die wo nichts angeblich drin ist. Vielleicht liegt da was auf dem Boden rum. Ratter, 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 ratter. Nee, hier liegt nix. Okay. Oh, ich muss doch da hinten lang. Oben liegt eine Klopapierrolle. Cool. Zickzackbrief gefunden. Was ist? Was soll denn Zickzackbrief? Dann können wir gleich mal nachgucken. Brief trank mit Zickzacks. Ach so, ja, das kannst du einem Pokémon andrehen und damit kannst du Briefe dann natürlich über Linkkabel und so weiter verschicken. Lol. Ja, es ist so ein Sammlerteil. Nichts Relevantes. Oh, müssen wir wirklich überall durch? Das ist ja echt grausam. Und Zickzacks muss jedes Mal neu aus seinem Pokéball rauskommen. Das denken sie auch, toll, wohl wieder raus, um einen Schnitt zu machen. Wirf den Clan da einen Stein an den Kopf, er ist abgelenkt. Hallo? Ja. Ja, ich bin nur zufällig in dem Haus gelandet und komme hier irgendwie nie wieder raus. Ja, genau so wie ich. Der alte Sack hält mich hier gefangen. Oh nein, dann bin ich das Zickzack. Und du schläfst immer noch. Mann! Das kannst du nicht sagen, bevor ich da. Das ist ja eine Bäre, die das aufheben kann. Ja, aber nicht jetzt im Kampf. Ich muss gefechten. Gefechten? Ja, das ist entstanden, als ich World of Tanks gespielt habe. Und da meinte ich zu einem Freund, nee, ich kann gerade nicht, ich gefechte gerade. Irgendwie willst du mich doof anmachen. Absorber. Oh, ja. Sag doch, was das hilft. Nur ein Schiff ist, das ist ja eine neutrale Attacke. Also es hilft gegen Zickzack nur neutral. Erreicht Level 11 schon? Wann hat denn das Level 10 erreicht? Vielleicht übersprungen? Was will er einsetzen? Zickzacks. Zickzack. Wir haben erst 4 Stunden aufgenommen. Das ist ein bisschen... Ich hatte irgendwie ausgerechnet, dass wir 12 Stunden aufnehmen. Oh.
Also es wird nachnehmen. Ja, wir können ja, keine Ahnung, bis 2, wenn wir noch Bock haben. Wenn ich es lang durchhalte, ja. Ja, ach, dann ziehst du ein bisschen Kaffee rein, ich habe 1,5 Liter Eistee, dann klappt das auch. Aber Eistee, warum musst du ja nicht in Sekundentag aufs Klo? Ja, ach, das krieg ich hin. Weil ich kann ja nicht weiterspielen, außer ich versuch's hier mit meinen mentalen Kräften. Seh es positiv, du hast genug Zeit, um Werbung für dich zu machen. Ey, das ist mal die Schriftrolle. Ach ja. Da haben sie ja noch keiner platt gemacht. Achso, da. Finde eine Schriftrolle. Lern den geheimen Code, der auf der Schriftrolle steht, auswendig. Habe ich das jetzt gemacht? Hab ich schon auswendig gelernt. Oh, Alter, ich bin so evil, Alter. Ich bin so schlau, ich lerne den in 3 Sekunden auswendig. Anscheinend muss ich... Luca! Kaputt. Ja, kaputt. Nein, noch nicht kaputt. Jetzt ist kaputt. Wo ist eine Klopapierwand? Ich hoffe, nicht gebraucht ist. Fufel hat den Geheimcode auf die Tür geschrieben. Rätselmeister ist sagenhaft. Das Schloss geht klickend auf. Ja, nee, ist klar. Ach, huch. Hey, Rätselmeister. Arr, du hast mich gefunden. Oh, du bist verdammt clever. Ich habe die ganze Nacht gebraucht, alle diese Bäume zu pflanzen. Du bist meiner Größe fast ebenbürtig. Bis auf 1, 2, 3, 4, 5, 6 Punkte. Gut, du hast es dir diese Belohnung verdient. Sonderbonbon, cool. Wow, und dafür den ganzen Stress. Ja, komm. Halt die Fresse, alter Sack. Ah, der macht neue Installationen irgendwann. Ein Gang. Wahrscheinlich andere Fähigkeiten, um wieder durchzukommen. Bams. Aber so rätselhaft war das Haus jetzt nicht unbedingt. So, erstmal gucken. Also, wir brauchen... Der braucht einen super Trank. So, jetzt zieht er endlich mal von seinem Schlaf befreien. Zu viel Schlaf ist schädlich. So. Eine Beere, meinst du? Ja, stell mal schon. Paralyse. Da, schlafendes Pokémon. Okay, haben wir 5 von, können wir entbehren. Ja. Wie viel HP hat das? Okay. Wir haben alle voll und... Wird schon passen. Da gehen wir erst nach links jetzt, also auf die andere Route. Da sind ja noch viele Trainer. Müssen wir hier überhaupt hin? Wo geht's hier? Nein, überhaupt? Nein, nicht nach rechts, aber wir nehmen einfach mal alles mit, was wir töten können. Okay. Oh mein Gott, sie hat ein Pokémon. Roselia. Oh. Ich muss dir denke ich nicht sagen, was für eine Art Pokémon das ist. Was nehmen wir? Wingull oder Reptane? Wingull natürlich, der ist im Vorteil. Okay. Giftstachel, Fresse. Flügelschlag. Flügelschlag. Wow. Oh. Nein, diese Pokémon dürfen die Attacken nicht einsetzen. Nicht gegen mich. Das ist froh. Einmal lernen die auch Gigasauger. Ja, das ist nur asozialer. Level 12. Jo, noch viele Leute haben ja ein Kadabra. So. Ich glaube, wenn wir Zigzags das geben würden, wird er noch schneller leveln. Oh, da ist ein Teamkampf. Erstmal will ich zu den Pokéball da hinten. Haben wir diese Animation, ey. Ey. Ja. Megablock, schade, Beutel voll. Oh. Also. Wollen wir die Sachen nicht alle mal loswerden? Oder brauchen wir die noch? Futuma? Hallo? Futuma? Ich glaube, er ist wieder abgeschmiert. Ja, er ist abgeschmiert.